Hallo, hallo ihr Lieben. Ich mache jetzt einen ganz kleinen, schnellen Flip-Through. Die Sonne scheint, es ist ein wunderbarer Tag, aber eisekalt. Bei uns ist alles noch gefroren, wo Schatten ist. Also auf dem Boden meine ich jetzt damit. Und ich komme gerade von meinem Mann wieder und ja, ich trinke mal eben warmen Schluck Tee. Ich sitze leider bei einer offenen Tür. Ah, kommt da die Mia? Da kommt die Mia. Oh, einen Moment, ich mache die Tür mal eben zu. Oh, da bin ich schon wieder. Aber es ist jetzt hier so kalt, die Tür war so lange auf. Aber naja, es ist eh so kalt hier drinnen wie draußen. Ich nehme mir mal eben kurz eine Decke über die Beine. Im Moment dauert es ja doch, bis wir uns alles angeguckt haben. Ja, von meinem Mann kann ich euch nicht viel erzählen. Er ist so traurig oft meistens und kann kaum noch sich hinsetzen. Und ach, es ist wirklich traurig, muss ich ehrlich sagen. Ja, das Buch ist jetzt fertig, das Buch mit den Häusern. Ihr wisst ja, ich messe es wie immer, dass manche möchten das immer gern wissen. Das ist ja, gute 20,5 und die 29,5. Das ist so. Also ich habe jetzt sowas hier genommen. Man könnte, wenn man, das ist halt so eine Geschmacksfrage, man könnte auch ohne Probleme natürlich einen schönen Faden nehmen. Ich wollte eigentlich Sari-Seide haben, aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe sie immer noch nicht wiedergefunden. Schande über mein Haupt. Ich habe keine Zeit zum Suchen. Ich gehe mal rein. So. Ja, ihr habt ja die Entstehung ziemlich mitbekommen. Und ich zeige jetzt einfach nur noch mal ganz kurz, was alles so reingekommen ist. Alles Mögliche zum Schreiben. Einfach nur so ganz einfach verziert, weil ich habe das ja vor abzugeben. Wenn das jemand haben möchte, heißt es natürlich. Und ach, wisst ihr was, das habe ich vergessen, das trage ich nach. Da kommt noch Papier zum Schreiben drauf. Das werde ich einfach hochkant reintun, damit ich das nicht vergesse. Seht ihr, war ich heute Morgen doch noch nicht fertig. Hier kann man schreiben, hier kann man schreiben. Das ist einfach so ein tolles Washi, was ich noch hatte. Hier ist noch so ein kleines. Und hier ist auch noch so ein kleines für vielleicht ein Wort oder einen kurzen Satz. Dann kommen wir zum ersten Haus. Das war auch das erste, was ich gemacht habe, ne? Ich wollte sie ursprünglich noch verzieren irgendwie, habe das aber jetzt gelassen, weil ich glaube, das wird dann zu viel. Das ist eins von diesen Texten, wo man auch wunderbar viel drauf schreiben kann, wenn man möchte. So. Das war dieser Block und das sind meine Papiere, die ich gemacht habe. Diese Tags habe ich euch ja alle gezeigt. Also hier hinten die Häuser, da kann man wirklich viel drauf schreiben. Und hier nur exemplarisch wieder. Hier ist wieder diese. Ups. Seht ihr? Das ist dieses selbstgefärbte Papier mit Lebensmittelfarben und Avocado. Und das ist nur einfach eine blanke Seite, die ich reingelegt habe. Das ist ein bedrucktes Klebeband. Bestempelt ist besser gesagt. Bedruckt, nicht bestempelt. Und dann haben wir das ja hier zum Aufmachen. Jetzt muss ich es ein kleines bisschen rüberholen, damit man es auch sieht. Da hat es nichts Besonderes so drauf. Ein bisschen zusammengepatcht. Hier ist eine Karte drin. Da kann man auch hinten natürlich drauf schreiben. Ganz klar. Hier ist unten auch eine Karte drin, kann man auch drauf schreiben. Und hier liegt auch noch ein großer Bogen Papier. Wenn man den auseinanderfaltet, hat man sehr, sehr viel Raum, um noch was einzuschreiben. Man kann auch jederzeit noch mehr reinlegen. Ihr seht, das ist platzreichlich. Es ist Platz genug hier in diesen Taschen und in diesem Buch. Hier ist ja ein Bellyband. Auch hier liegt ein Bogen, auf dem man viel noch schreiben kann, wenn man möchte, auf dem man noch weiter was aufkleben kann, ganz wie man möchte. Da ist noch ganz, ganz viel Spielraum für denjenigen, der es vielleicht gerne haben möchte.
Ja, ich werde in dem Sinne, das ist kein Verkauf, in diesem Sinne, ich mache das einfach nur. Was ist wieder dieses bestempelte Klebeband? Ne? Ich mache das so als Spende für meine Tiere, so sehe ich das auch. Es wird also, seht ihr, ein bisschen bestenzelt. Ich habe hier noch diese noch fertig gemacht. Ihr seht, das sind diese anderen, die habe ich noch, sind etwas anders aufgebaut, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ja, also es ist eine Spende, ich habe eine Vorstellung. Und wer es haben möchte, sagt mir bitte, was er für eine Vorstellung hat. Vielleicht können wir uns treffen. Oh, das gehört da nicht hin. Kann passieren. Seht ihr? Es hat sich jemand dafür interessiert. Ich weiß allerdings nicht, ob das noch jetzt, wo es fertig ist, noch da ist das Interesse. Ist ja vielleicht nicht so geworden. Man weiß es ja nicht, ob es noch gefällt. Also, falls es jemand haben möchte, bitte. Das ist die Engelskarte, der Engel der Gesundheit, der in diesem Buch sein Zuhause gefunden hat. Und hier ist meine kleine Trading-Card, die ich noch nicht ausgefüllt habe. Das war das Buch. Ja, es hat nicht so viele Seiten, es hat aber doch einige Spielereien. Und ich mache keine richtige, ich mache eine halbe Schleife und dann passt es ganz gut. Hier mache ich noch was zum Schreiben drauf. Das war der kleine Flip-Through. Ihr wisst ja, hier ist außen die Seite ist, die Außenseite ist aus Servietten gemacht und dann anschließend gewachst. Und da ist auch ein bisschen Goldpaste drauf. Also ich finde das sehr, sehr schön. Ist natürlich Geschmackssache, wie gesagt. Ja, wenn es gerne jemand haben möchte, bitte schreibt mir eine E-Mail, schreibt mich an. Wir können drüber reden. Es hat jemand das sogenannte Vorinteresse gezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob das zustande kommt. Deswegen sage ich allgemein, ich würde es gerne abgeben. Ich sage das jetzt, wenn ich Bücher mache, immer dazu. Faire Preisangebote bitte. Keine Dumpingpreise. Dafür mache ich es nicht, sage ich auch ganz ehrlich. Dafür steckt zu viel Arbeit drin, dafür steckt zu viel Ideen drin und zu viel Material. Und wenn nicht, kann es auch gern bei mir bleiben, ist auch kein Problem. Ne? Für mich ist das nicht so dramatisch. Dann. Ich sage euch das nur, wie es ist. Ja, mein Daumen, da habe ich mich sehr, sehr schlimm verletzt. Ich habe hier die Kuppe sehr tief zerschnitten. Und es geht noch ein bisschen runter, aber gar nicht so weit, wie ich dachte, weil es hat so furchtbar geblutet, dass ich es gar nicht sehen konnte. Beschränkt sich genau auf die Spitze. Ist natürlich eine blöde Stelle, wird eine Weile dauern. Ja, mein Zahn will ich auch gleich dazu sagen, weil schon mehrere gute Wünsche für mich, für meinen Zahn. Ja, ich habe morgen einen Zahnarzttermin und dann werden wir weitersehen. Und ich habe die ganze Zeit Zahnschmerzen ein bisschen. Und das ist nicht sehr angenehm, das kennt ihr ja selber. Naja, das ist das. Und dann darf ich noch zwei Bilder anhängen. Da habe ich um Erlaubnis gebeten. Die Marie-Marie hat mir die geschickt. Die hat diese Idee mit den Häusern aufgegriffen und ganz wunderbar weiterentwickelt. Und dann habe ich sie an und sie hat mir die Bilder geschickt. Da habe ich mich super, super, super doll darüber gefreut. Und weil die so schön sind, die ihre Ideen, wollte ich sie euch gern zeigen. Und ich weiß, ich habe von einigen gehört, die haben jetzt auch so Pläne mit Häusern und es würde mich wirklich interessieren, das ein oder andere Mal zu sehen, was ihr für Ideen habt, was ihr aus dieser Hausgeschichte macht. Mich interessiert das wirklich sehr. Also gerne, ihr könnt mir gerne auf irgendeine Art Bilder zukommen lassen, per E-Mail oder wie auch immer. Und dann schreibt dabei, wenn ich es zeigen darf, tue ich es gerne. Wenn nicht, ist auch gut, mich interessiert es auch nur für mich. Wie gesagt, ich zeige gerne eure Arbeiten auch, immer. Will ich generell gerne machen. Vor allen Dingen Sachen, die auf Anregung von mir entstehen oder von Basteleien, die ich gemacht habe, so, ne, so in dieser Art. Ihr wisst, wie ich meine, ja? Morgen wird es sicherlich keinen Film geben. Ich habe morgen auch viel, viel, viel vor. Wie gesagt, auch diesen Arzttermin und der ist mitten am Tag. Und naja, wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Ich habe schon ein neues Bastelprojekt. Und das kann ich euch dann mal in Ruhe zeigen. Das wird für mich selber werden, denke ich mir, weil ich da eine Idee habe, ein Buch habe und das bietet sich so an. Aber es bleibt neugierig, bleibt gespannt. Auf jeden Fall ist es wieder ein Recycling-Projekt. Auf jeden Fall. Ihr seht, ich arbeite immer mehr mit Recycling, weil das ist ja das Thema überhaupt.
Und mir macht es sehr viel Spaß. Also, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.